Joho, hallo und willkommen. Ich bin Lehrer von LP und ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen. Das wird mein erstes Let's Show und ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen, das wahrscheinlich die wenigsten von euch in dieser Fassung kennen. Es ist Archimage Tribute. Was ist Archimage Tribute? Beziehungsweise was ist erstmal Archimage an sich? Nun, Archimage ist ein Kartenspiel. Es ist ein Spiel und ein Spiel. Und zwar stammt Archimage aus Might and Magic 7, wenn ich es hier auch hier vorliegen habe. Ein Might and Magic 7 Fan namens, wie hieß er? Zocrafy mit X. Zocrafy, genau. hat sich gedacht, komm, dass ich müsste ein Spiel zu diesem Spiel machen und da werden wir jetzt mal reinschauen. Wie ihr es bekommt, wie viel es kostet und ob es was kostet, das erfahrt ihr alles später dann von mir. Aber wir wollen es erstmal nämlich spielen. Es ist noch nicht ganz fertig, überdies. Es ist noch nicht ganz fertig, er werkelt immer noch dran. Es ist im Moment die Version 0.3.3.5. Und es ist noch nicht fertig. Er hat aber auch im Moment wenig Zeit, um dran was zu machen. Aber ich muss sagen, es ist schon jetzt sehr gut spielbar und funktioniert ganz tadellos. Es gibt noch ein paar Probleme mit den Optionen, die fehlen zum Beispiel noch und so. Aber ja. Gut, die Musik übrigens, die ihr hört, ist meine eigene. Nein, nicht meine eigene. Also in dem Sinne nicht. Also sie ist aus meiner Sammlung. Aber die Musik hab nicht ich gemacht, natürlich nicht. Die Musik ist von Simcook, beziehungsweise Simi02 heißt er auf YouTube. Ich setze einen Link zu seinem Kanal in die Beschreibung. Warum ich ihn erwähne? Ganz einfach, erstmal weil er seine Musik und auch er erwähnenswert sind. Er macht richtig tolle Zelda-Metal-Mucke, wie ihr vielleicht schon hört. Ich höre es nicht, weil ich füge die Musik erst nachträglich ein. Und ja, es ist auch ein Teil. Ich habe ihm auch versprochen, dass ich ihn erwähne, einen Link zu ihm gebe. Warum ich fremde Musik verwende? Ganz einfach. Warum ich nicht die Spielmusik verwende? Ganz einfach. Die Musik klingt nicht schlecht, aber es gibt das Problem, dass die Musik, es bildet sich ein Track ab und danach ist Stille. Das wollen wir ja nicht. Daher dachte ich mir lieber, was aus meiner Sammlung verwerten und dann sind alle zufrieden. Ich hoffe, dass die Tracks passen, dass sie nicht zu laut sind, nicht zu aufdringlich, dass man mich noch gut hört und alles. Das hoffe ich sehr und ja, gut, dann wollen wir mal beginnen. Hier sind wir jetzt an den Einstellungen, welches Deck wir wählen. Man kann sich, das ist eine ganz lustige Sache, ein eigenes Deck konstruieren. Der Segler war so schlau, Sockenfi, hier ist er nochmal, ein Deck-Editor mit hinzuzugeben zum Spiel, wo man sich ein eigenes Deck konstruieren kann. Ich finde das eine ganz lustige Sache. Die Tower Size ist die Punktzahl, die wir erreichen müssen. Ich lasse euch absichtlich noch im Dunkeln über das Spiel an sich, also über das Gameplay, weil das will ich euch dann alles jetzt im laufenden Spiel erklären. Wir haben Zeit, deswegen. Ja, ich will natürlich das Might and Magic 7 Deck, das im Moment beste, und spielen mal los. Laden. So, da sind wir auch schon. Hier seht ihr die Spieloberfläche. Was ihr hier unten seht, sind meine Karten. Was ihr hier seht, das hier sind meine Ressourcen und deren Zuwachs pro Runde. Das ist die gegnerische Seite. Was bedeutet das mit den Ressourcen? Ganz einfach. Die Ressourcen, wie zum Beispiel die Bricks, sind nötig für die Karten, die ihr hier unten in der Zahl sehen könnt. Die große Zahl gibt an, wie viele Ressourcen wir pro Runde dazu gewinnen.
und die kleine Zahl gibt die Menge an Ressourcen an, die wir zurzeit haben. Das sind meine Karten. Jeder hat 6 Karten zur Hand und Ziel des Spiels ist es, entweder durch den geschickten Einsatz der Karten seinen eigenen Turm fertig zu bauen, also auf 100 in dem Fall zu bringen, oder den gegnerischen Turm zu zerstören. Oder man erreicht ein bestimmtes Ressourcenlimit. Das erreicht sich in letzter Zeit ziemlich oft. Des Weiteren hat jeder Spieler einen Wall, der den Turm vor Schäden schützen kann. Den kann man auch mit ausbauen. Manche Karten bieten aber einen Vorteil, wenn der Turm, wenn der Wall zerstört ist oder wenigstens möglichst niedrig ist. Ich habe übrigens die Sounds des Spiels noch angelassen, deswegen nicht wundern. So, jetzt würden wir mal. Wollen wir doch erstmal sehen, was ich jetzt. Ich nehme erstmal Rubin. Und hoffe, der Sound ist nicht zu laut im Vergleich zu meiner Stimme und zur Musik. Das ist mir beim letzten Mal passiert. War ganz doof. Hier habe ich eine Vergrößerungskarte gespielt, eine Ressourcenvergrößerungskarte. was ist los mit mir heute? Und ihr seht, ich bekomme jetzt 3 Biester pro Runde. Die Zahlen verändern sich auch immer wieder, wenn ich eine Karte gespielt habe, weil dann eine Runde vorbei ist. Wie zum Beispiel hier. Zack. So, dann habe ich auf einmal mehr Ressourcen. Oh. Gut, das. Da muss ich nachreißen. Man kann die Karten in 3 Bereiche einteilen. Magiekarten, blaue, die Gems benötigen, in rote, die Bricks benötigen und in die grünen, die Beasts benötigen. Für die Karte zum Beispiel habe ich nicht genug Ressourcen, die könnte ich nicht spielen im Moment. Ich nehme deswegen diese Karte, was ziemlich gut war. Dann spiele ich jetzt die Karte, um ihm mehr Schaden zu verpassen. Ich werde weniger jetzt auf die einzelnen Karten an sich angehen, weil das würde den Rahmen meines Let's Shows sprengen. Und außerdem lasse ich euch genug Zeit, sie zu lesen. Ich nehme erstmal diese Karte, um mir ein bisschen Magie zu verpassen, auf Kosten meines Turms. Gegner nimmt 4 Schaden. Nee, dann spiele ich jetzt Wall plus 4. Verbessere meinen Wall. Ah, Mist, der hat eine recht gute Karte. Dann nehmt er den Kristallschild. Verbessere meinen Turm nochmal. Dann kriegt er zurück. In geringerem Maße, aber er kriegt zurück. Ah, dann nehme ich jetzt Wall plus 8. Oh, da muss ich nachsehen. Turm plus 5. Sehr gerne. Ich versuche das Ziel zu erreichen mit dem Ausbau des Turmes. Nachziehen. Turm plus 12. Gegner nimmt 6 Schaden. Na, der gerne doch. Wall plus 4. Gegner nimmt 10 Schaden. Sehr gerne. Ich gehe natürlich auf die Karten ein bisschen ein. Nochmal so eine Karte. Sehr schön. Weil jetzt ist ein Wall kaputt und jetzt kann ich seinen Turm direkt angreifen. Also es gibt Karten, die den Gegner Schaden zufügen. Der Schaden wird, wie ich schon mal erwähnte, vom Wall abgefangen. Da er jetzt keinen Wall mehr hat, kriegt der Turm direkt den vollen Schaden. Es gibt auch Karten, die direkt den Wall oder direkt den Turm angreifen. Erstmal nehme ich eine mit einer additional Turn, also mit einer weiteren Runde. Dann spiele ich diese aus. Wall plus 6, Gegner nimmt 10 Schaden. Bats! Und jetzt nehme ich diese. Gegner nimmt 10 Schaden, Wall plus 4. Ihr seht, mein Wall ist groß. Er hat sich mit dem Angriff nicht weit gekommen. Ist wie mit derselben Karte, aber jetzt besser, weggekommen. Die Liebeskarte klaut ihm ein paar Gegenstände, wie zum Beispiel Gems. Verliert er, Bricks verliert er und die kriegen einen Teil davon. Selber, ja. Alle Spieler verlieren 5 Priesters. Das ist leider doof, weil jetzt habe ich keine mehr.
Dann spiele ich diese schöne Karte. Turm plus 10, Wald plus 5, Biester plus 5. Um mir die Biester wiederzuholen und um... ja. Ne? Und da habt ihr gesehen, der hat eine direkte Turmangriffskarte gespielt. Was könnte ich tun? Was will ich tun? Ich spiele erstmal die Wald plus 12 Karte. Und dann spiele ich die Turm plus 15. Ich muss... wenn ich englische Texte lese, dann lese ich sie am liebsten im originalen Englisch, weil ich den Sinn verstehe. Ich bin nicht daran gewöhnt, für andere übersetzen zu müssen. Nur für mich. Also, vorher war das. So, dann nehmt mal diese kleine Karte hier. Und, ja, diese Karte. Bah, Turm nimmt ein bisschen Schaden. Dann nehme ich diese schöne Karte. Verbessere meine Wicks zu wachs. Und das war eine fiese Karte. War die hier. Gegner nimmt 20 Schaden. Ich kann nicht mehr sprechen. Gegner nimmt 20 Schaden. Gegner des Bestarium minus 1. Gegner der Edelsteine minus 10. Eine sehr schöne Karte. Die ich jetzt gegen ihn verwende. Batsch! Und als wenn das nicht schon schön genug gewesen wäre, lege ich es auch noch mit dieser schönen Karte nach. Mein Turm plus 6, Gegensaturm minus. Aha. Für etwas Fall hat er seinen Turm aufgebaut. Dann nehme ich jetzt diese Karte hier. Ja. Zack. Ah, diese Karte verwendet. Dann spiele ich jetzt diese. Nimm 6 Schaden. Hat jetzt keinen. Hat keinen Schutz mehr. Dann spiele ich Wall plus 20, Turm plus 8. Bats. Oh, war das. Ja, klar. Ich habe gerade einen kleinen Restfehler gemacht. Dann nochmal plus 8. Das wird ein spannendes Rennen in der letzten Phase, aber ich denke, wir haben das schon so gut wie in der Tasse. Nach der nächsten Karte. Ja. Und wir haben gewonnen. Wir haben unseren Turm vollendet. So, ich könnte jetzt einen Stopp machen, aber nee, eine Runde spiele ich noch voraus. Nämlich mit einem größeren Limit, weil ich möchte einmal ein bisschen auf die anderen Möglichkeiten eingehen. Diesmal wollen wir versuchen, unser Ressourcenlimit zu erreichen. Natürlich in Kombination mit einer guten Verteidigung von unserem Turm und einem großen Turm. Magie, Tower. Ja, Gegner ist der Turm auch. Na egal. Das heißt, ich werde jetzt so viele wie möglich von den Ressourcenkarten spielen. Jede, die ich bekomme. Gegner ist der Turm nimmt 5 Schaden. Sehr gerne doch. Und ich habe auch jetzt schon einen besseren Zuwachs. Ihr seht, 5. 4, 5, mehr als er. Was sehr gut ist. Und ich werde ihn ein bisschen auch noch mit fiesen Karten nerven. Mein Turm plus 5. Oh, jetzt hat er eine gute Karte gespielt, aber ich vergrößere dafür mein Bestarium. Und nochmal mein Bestarium. Hier der Spieler nimmt. Kommt ein Form. Nein. Diesmal nicht. Gegner zu Turm minus 4, gerne doch. Batz, Gegner nimmt 6 Schaden, gerne doch. Ah, das hat er sich aber fast wiedergeholt. If your own form is smaller than the enemy, wird es, ja, angeglichen. Dem ist im Moment nicht so. Ich werde eine Karte weglegen für eine weitere. Diese. Und spiel Imp, genau. Oh. Vergrößert sein Besitz. Sehr schön, 2 Additional Cards. Und eine Erweiterungskarte des Vorrates. Was? Turm plus 11. Sehr schön, das war nötig. Nochmal Turm plus 3. Wenig, aber immerhin. Besser als gar nichts. Gegner nimmt 8 Schaden. Gegner ist der Quarry-Zuwachs. Sinkt. Ah, schade. Ich dachte schon, ich hätte ihn jetzt. Ich erhöhe meine Magie um 2.
damit habe ich wieder mal mehr als er. Bau mein Wallmann ein bisschen auf, also das wird mal unbedingt nötig. Spiel Magie. Ihr seht schon, ich habe einen riesen Zuwachs jetzt mittlerweile an die Sorten im Vergleich zu ihm. Das sieht nämlich sehr gut aus. Ich muss nur noch darauf aufpassen, nicht zu versagen. Brauchst irgendeine richtig... Ja, das könnte gehen, das nehme ich. Was spiele ich jetzt? Ich nehme erstmal die. Diese nehme ich unbedingt. Ich will den Gegner hart treffen. So, nochmal Quarry. Scheiße. Okay, mein Wall ist weg und mein Turm sieht auch nicht mehr so schön aus. Ach, Scheiße, nein. Oh je. Na, da hat er gut zugelegt. Wird Scans plus Additional Turn. Ja, Turm plus 11, immerhin. Magie plus 1, gerne. Jetzt habe ich einen Gewinn von 8. 8, 9, 8. Er kann noch. Er versucht jetzt auch ein bisschen da mitzuziehen. Aber ihm bringt es gerade nicht viel. Beide Seiten nehmen ein bisschen Schaden. Zack. Oh. Au. Aber jetzt habe ich diese Karte und passe meinem Ressourcenfeld an. Turm plus 12, Gegner nimmt 6 Schaden. Das ist die Karte, die ich gebraucht habe. Das ist die benötigte Karte. Gegnerischer Turm, minus. Was spiele ich danach? Turm und Waldschluss, ja. Gegner nimmt nochmal 4 Schaden, Wald plus, sehr gerne. Oh, scheiße, nein. Und mehr Magie erstmal. Ihr seht es, er sieht jetzt nach. Er hat meine Taktik erkannt. Er hat erkannt, was ich machen will. Hoffe aber, dass ich noch... Oder? Ich bin noch im Vorteil. Was meint ihr? So, und ich habe übrigens eine Karte leider etwas missverstanden. Diese habe ich ein wenig missverstanden, leider. Wenn der gegnerische Wall größer als 0 ist, ich habe das größere Zeichen nicht gesehen, wenn der gegnerische Wall größer als 0 ist, nimmt er 10 Schaden, ansonsten 7, die spiele ich jetzt. Und dann spiele ich auch diese, weil mein Wall auf 0 ist. Oh, leider. Die KI ist mittlerweile, wie ihr seht, recht klug, anders als in der vorherigen Version. Da war das haben ein paar Karten nicht funktioniert und der Computergegner hat ein paar sehr dumme Züge gemacht, aber mittlerweile geht das. Ich habe noch eine Copycard. Und ich hoffe, ich irre mich nicht. Ich habe Yu-Gi-Oh! Schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich mich gerade nicht gesehen. Dann diese. Oh! Tower Gremlin. Sehr gut. Das ist eine gute Karte. Die hilft mir sehr. Was? Bis Turm, bis Wall. Mist. Mein Wall ist weg. Ich muss ein bisschen meinen Wall aufbauen. Wenn der eigene Wall größer ist als der Gegner, nimmt der Gegner Turm 6 Schaden. Ich glaube nicht. Gut, was könnte ich jetzt spielen? Diese. Ah, ich habe gewonnen. Ich habe nämlich das Ressourcenlimit erreicht. So, damit habe ich euch die zwei der möglichen Siegesphasen gezeigt. Die dritte wäre, den gegnerischen Turm auf 0 zu bringen. Die werde ich euch nicht zeigen, weil die Zeit dafür nicht mehr reicht. Ich will nur ein Video machen, nur ein Let's Go. Und ja, nun dazu, wo ihr das Spiel bekommt, wie ihr das Spiel bekommt, was es kostet. Erstmal zum dritten.
obwohl das eigentlich völlig hirnrissig ist von der Reihenfolge her. Es ist kostenlos. Also es kostet nichts, er verlangt nichts dafür. Die, wo ihr es bekommt, ich schreibe euch den Link in die Beschreibung. Und da bekommt ihr es. Es kostet nichts. Es kann sein, dass euer Antivirenprogramm anschlägt und ein paar Elemente aus dem Ordner als bedrohlich bezeichnet. Dem ist nicht so. Das kann ich euch versichern. Es sind keine Viren drin. Sie sind nur... Also, falls ihr Norton benutzt zum Beispiel, kann das passieren. Ich habe nämlich Norton und bei mir... mein Norton vertraut dem nicht, weil es noch sehr unbekannt ist für Norton. Und, ja. So, das habe ich doch alles erwähnt, oder? Wo ihr es bekommt, wie ihr es bekommt, downloaden. und was es kostet? Nix. Es ist kostenlos. Ja, also es ist ein sehr schönes Spiel für zwischendurch. Ich spiele es auch gerne ab und an mal, wenn mir gerade nichts Besseres einfällt. Oder wenn es einfach mal entspannen will. So wie bei eigentlich bei Minecraft, da entspannt man ja. Das spielt man auch, um ein bisschen so, ja, sich abzulenken. Einfach mal Pause zu haben. Und ja, ich kann nur sagen, das Spiel macht genauso süchtig wie das Hauptspiel. Also wie Arkham Age an sich. Und ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr und ich mache besser Schluss, weil sonst muss ich noch viel mehr Musik wählen für dieses Video. Also sage ich dann mal, das war's mit dem ersten Let's Show. Es werden noch weitere Folgen, das versichere ich euch. Und ja, schreibt ruhig in die Kommentare, wie ich mich geschlagen habe. Ich nehme es mein erstes dieser Sorte und wenn es euch gefällt, dann... Kommentiert es, abonniert mich, wie auch immer. Yay! Ich hatte eigentlich vor, es genauso schnell zu sagen wie der Herr DK sonst. Wenn er da bitte. Okay, das war. Ich bin kein Schnellredner. Ich bin gerade völlig aus dem Konzept geraten. Naja. Bevor ich noch viel Nonsens erzähle, sag ich mal lieber, das war's mit. Dem Let's Show zu Arkham Age Tribute und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Show oder bei meinen anderen Projekten. Auf bald, bis dahin und auf bald!